Hallo, der Jeremy hier. Schön, dass du wieder da bist. Nein, Spaß, ich bin's natürlich hier im Jeremy-Mantel. Schön, dass du wieder da bist, jetzt for real. Heute soll es um folgendes Thema gehen, nämlich wie du es schaffst, dass die Frau Respekt vor dir hat und warum es überhaupt so wichtig ist, dass die Frauen Respekt vor dir haben, weil du könntest dir auch denken, hey, wen interessiert das schon, dann hat sie halt keinen Respekt vor mir, ist mir doch egal. Also, warum ist dieses Thema wichtig und wie schaffst du es, Respekt dir aufzubauen bei Frauen oder bei Menschen im Allgemeinen? Also, die Frage hat jemand in meinen Podcast gestellt, deswegen will ich sie hier im Video beantworten, weil ich sie sehr wichtig finde. Na? Er hat gefragt, was soll man machen, wenn die Frau regelmäßig dir Shit-Tests gibt, also dich testet auf dein Vertrauen, auf deine Respektabelkeit als Mann und du failst diese Shit-Tests immer wieder, du verlierst bei diesen Shit-Tests. Also Beispiel, er hat ein Beispiel genannt, sie macht dich in der Gegenwart anderer Leute irgendwie ein bisschen runter, überfährt dich so ein bisschen und du sagst nichts dagegen. Ja, im klassischen Pick-up-Jargon wäre das ein nicht bestandener Shit-Test. In meiner Welt ist das einfach respektloses Verhalten, das du nicht geahndet hast. Wenn du einen ordentlichen Umgang mit Frauen oder mit Menschen im Allgemeinen willst, dann ist es wichtig, dass du Respektlosigkeiten ahndest. Ja? Sieh dich da selbst wie ein Gericht. Du vertrittst dich selbst. Du bist quasi der Richter für dich selbst, der eigene Staatsanwalt. Und es geht darum, dass gewisse Grenzen eingehalten werden. Und was ganz wichtig ist, wenn Frauen dir auf irgendeine Weise respektlos gegenübertreten, ist, dass du es sofort ansprichst. Und ich meine damit nicht, dass du es so ansprichst, na, was ist denn los, du Schlampe, oder sie blöd anmachst. Das meine ich nicht, sondern ich meine, dass du die Person freundlich, aber bestimmt darauf hinweist, dass hier eine Grenze übertreten wurde. Und das Problem, und das machen ganz viele Leute falsch, ganz, ganz viele Leute. Ich hatte einen Coaching-Teilnehmer, der hat das über Jahre falsch gemacht und hat sich einiges angestaut. Wenn du die Dinge nicht sofort ansprichst, wenn du die Dinge nicht sofort kommunizierst, dann staut sich in dir Wut an, dann staut sich in dir Hass an. Ja, der Hass geht nicht unbedingt gegen die andere Person, der geht meistens mehr gegen dich, weil du nicht die Eier hattest, da mal wirklich dein Mann zu stehen und zu sagen, was Sache ist. Die Wut ist meistens gegen dich selbst. Ja, das staut sich da an. Das fühlt sich unangenehm an. Und das Problem ist, wenn du dann irgendwann was ansprichst, dann wird es sehr eklig. Also angenommen, die Frau testet über Wochen jeden Tag mal irgendwie deine Respektgrenzen und du sagst immer nichts. Ne? Und mit der Zeit wirst du immer wütender. Du denkst wütend auf die Frau, aber bist auch wütend auf die Frau, aber auch viel auf dich selbst, weil du nicht die Eier hast, was zu sagen. So, und dann entscheidest du dich so am 14. Tag, das Ganze mal anzusprechen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, und das ist das große Problem, hat sich schon so viel Wut und Hass angesammelt, dass du es gar nicht mehr ordentlich ansprechen kannst. Also du kannst gar nicht mehr sagen, hey, ganz entspannt, komm mal kurz her, ich muss mit dir über was reden, das ist wichtig für mich, sondern du rastest aus, du schreist die Frau an und natürlich führt das dann zu mehr Problemen, zu Streitereien und das Ganze wird noch schlimmer. Und warum? Weil du es halt nicht schon am Anfang angesprochen hast. Den Fehler machen ganz viele Männer, gerade junge Männer, die nicht wissen oder das selten gemacht haben. Das ist eine Fähigkeit, die du unbedingt lernen musst, Leuten zu kommunizieren, wann eine Grenze übertreten wurde und das Leuten einfach auch sofort zu kommunizieren. Die Frau kommt zu spät, sag ihr, dass dir das nicht gefallen hat, dass du das nicht möchtest. Ja? Und das solltest du sofort machen, denn wenn du es nicht sofort machst, dann verjährt das so ein bisschen oder vertagt das so ein bisschen und verliert auch seine Kraft. Das heißt, wenn du so ein Ding nach 1, 2, 3 Tagen ansprichst, dann hat das nicht mehr so viel Wirkungskraft, wie wenn du es direkt ansprichst. Zumal ist es so, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wenn du ein paar Mal in der Gegenwart der Frau die Sachen angesprochen hast und so wirklich sofort, dann merkt die Frau, dann weiß die Frau, okay, bei diesem Mann kann ich generell keine Grenzen überschreiten, da probiere ich es gar nicht erst. Und dann hat sich dieses Respektthema auch erledigt. Klar, vielleicht testet sie dich ab und zu nochmal, wenn sie das Gefühl hat, sie könnte vielleicht damit durchkommen, aber solange du da robust und standhaft bleibst, ist es überhaupt kein Problem. Und das Geile daran ist, und deswegen reden wir hier darüber auf diesem Channel, Erfolg mit Frauen, das Geile daran ist, dass wenn die Frau wirklich Respekt vor dir hat, dann hast du eine wunderbare Zeit mit der Frau, dann hast du eine wunderbare Beziehung mit der Frau, denn dann hat die Frau ja auch den starken, widerstandsfähigen Mann in dir erkannt, den sie sich auch in dir wünscht. Das ist das, was die Frau sehen möchte. Die Frau möchte sehen, hey, kann sich dieser Mann in dieser Welt durchsetzen? Und wenn du nicht Respekt einfordern kannst von anderen Menschen, dann kannst du dich wahrscheinlich auch nicht durchsetzen. Das möchte die Frau sehen und wenn die das sieht, dann kann die entspannen, dann ist die relaxed, dann weiß die, ich habe einen guten Mann an meiner Seite. Deswegen testen die Frauen das, deswegen fordern die Frauen dich heraus, weil sie immer wieder sehen wollen, dass sie einen wirklich guten Mann an ihrer Seite haben. Und deswegen ganz wichtig, nicht nur Umgang mit Frauen, sondern im Umgang mit Menschen allgemein, verschafft ihr Respekt. Vom ersten Tag an, immer wenn was passiert, sprich es an. Ich weiß, für den Anfang, wenn du es nie gemacht hast, ist es eine enorme
Umgewöhnung, so. Und es wird sich unangenehm anfühlen. Es wird nicht normal für dich sein. Ja, du wirst dir so ein bisschen blöd vorkommen, weil du immer so penibel bist und alles ansprichst. Und vielleicht werden deine Freunde auch angenervt von dir sein. Aber es ist einfach wichtig, dass du damit beginnst, dass du damit anfängst. Die Leute gewöhnen sich schon dran. Und wenn sie sich nicht dran gewöhnen wollen, dann sind das vielleicht keine Leute, die du intensiv in deinem Leben haben solltest. Also den Gewinn, den du auf lange Sicht davon hast, wenn du dir regelmäßig Respekt einforderst, der ist riesig. Nicht nur im Umgang mit Frauen, sondern im Umgang mit Menschen allgemein. Ja, das hat nicht nur Vorteile mit den Frauen. Du wirst im Beruf besser klarkommen. Das hat wieder Aufstiegsmöglichkeiten. Also das ist alles so ein Kreislauf. Und besser du fängst damit früher an als spät und lernst einfach diese Fähigkeit. Und dann gibt es viele Probleme. Mit Frauen gibt es dann einfach nicht mehr. Vor allem Probleme in Beziehungen, wo Beziehungen zu Bruch gehen, gibt es nicht mehr, wenn du in der Lage bist, konsequent Grenzen zu ziehen, konsequent Dinge anzusprechen, auf freundliche und bestimmte Art und Weise, nicht nachdem sich da schon ganz viel Wut angestaut hat. Ich hoffe, das Thema Respekt ist soweit klar geworden, ist, glaube ich, sehr verständlich erklärt. Wenn du eine Frage dazu hast, schreib es mir in die Kommentare. Ansonsten geil, dass du wieder dabei warst hier am Samstag, du kleiner, geiler Typ. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein 3-monatiges Coaching bei mir bewerben, wenn du richtig Gas geben willst, wenn du noch mehr Erfolg mit Frauen haben willst, mehr Frauen ansprechen, mehr Frauen kennenlernen, mehr Frauen schlafen als jemals zuvor, kommst du zu mir ins Coaching. Unten rechts in der Ecke, schau unbedingt mal bei diesem Video vorbei. Dort erfährst du noch einige wichtige Dinge, die du wissen musst für deinen Erfolg mit Frauen. Geil, dass du dabei warst. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.